Hallo und herzlich willkommen. Das Thema des heutigen Videos lautet gekoppelte Reaktionen. Nach diesem Video weißt du, was gekoppelte Reaktionen sind, wie Gleichgewichtskonstante und freie Reaktionsenthalpie gekoppelter Reaktionen aus den Werten der Einzelreaktionen berechnet werden und welche Rolle gekoppelte Reaktionen überhaupt spielen. Um das Video zu verstehen, solltest du allerdings bereits wissen, erstens, was ein chemisches Gleichgewicht ist und zweitens, was die freie Reaktionsenthalpie ist. Zunächst einmal zur Frage, was sind gekoppelte Reaktionen? Sagen wir haben eine reversible Reaktion, bei der der Stoff A in den Stoff B reagiert. Dann gibt es aber noch eine zweite reversible Reaktion, bei der eben dieser Stoff B in den Stoff C weiter reagiert. A reagiert zu B und B reagiert weiter zu C. Da es sich hier um Reaktionsgleichungen handelt, kann man sie auch tatsächlich wie mathematische Gleichungen addieren und man erhält dann A plus B reagiert zu B plus C. Aus dieser neuen Gleichung kann man B durch Subtraktion eliminieren und dann steht nur noch da A reagiert zu C. In diesem Beispiel wäre A reagiert zu C die Gesamtreaktion der aneinander gekoppelten Teilreaktionen A reagiert zu B als Teilreaktion 1 und B reagiert zu C als Teilreaktion 2. Kurzum, man kann sagen, gekoppelte Reaktionen sind chemische Reaktionen, die aus mehreren miteinander verbundenen chemischen Gleichgewichten bestehen. Dabei ergibt sich stets der Sachverhalt, dass das Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com